Hallo ihr. Heute möchte ich euch etwas über ein großartiges Instrument erzählen. Das Cello. Tatsächlich? Allerdings. Wow, prima Bert. Über das Cello wollte ich schon immer etwas erfahren. Wirklich? Ja. Das freut mich aber, Ernie. Ja. Also wo war ich? Ach so, ja. Das Cello ist ein Streichinstrument. Es besteht aus einem hölzernen Schallkörper. Aus diesem ragt unten der sogenannte Stachel heraus und oben der Hals, an dem die vier Saiten Bert, es ist etwas schwer, sich das alles vorzustellen. Wäre es nicht besser, wenn du uns das direkt an einem Cello zeigen könntest? Eine hervorragende Idee, Ernie. Das machen wir. Nur schade, dass wir kein Cello haben. Wie meinst du das, Ernie? Wir haben doch ein Cello. Wirklich, Bert? Klasse! Wo steht es? Ich hole es. Da steht es doch. Du meinst das hier? Selbstverständlich. Ich wüsste gerne, was es da zu lachen gibt. Was es da zu lachen gibt? Na, ist doch klar. Du denkst, dieser Rennwagen hier ist ein Cello, Bert. Das ist wirklich lustig. Rennwagen? Welcher Rennwagen? Na, dieser hier. Ein Rennwagen? Ernie, das ist so ungefähr das Albernste, was ich je gehört habe. Schließlich ist das eindeutig ein Cello. Lustig, Bert. Das hier kann kein Cello sein. Es ist nämlich schon ein Rennwagen. Ernie, jetzt sei bitte nicht albern. Es handelt sich hier eindeutig um ein Cello. Sieh mal, hier haben wir den Schallkörper, hier oben Hals und Schnecke. Und hier siehst du die Schalllöcher, wie bei einem Cello. Oh nein, Bert. Das ist ein Rennwagen. Also, Ernie, jetzt reicht es. Aber weißt du was? Na? Ich habe doch Christian eingeladen. Der spielt Cello in der NDR-Radiophilharmonie und wird uns gleich auf diesem Instrument hier was vorspielen. Der sollte dich überzeugen. Da bin ich aber gespannt, Bert. Christian, könntest du bitte mal kommen? Hallo, Christian. Hallo, Bert. Es wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein kleines Cello-Konzert von einem echten Cellisten. Das ist kein Cellist. Ja, genau. Was? Das ist ein Rennfahrer. Sie selbst. Ja, aber... Das Rennen wird soeben gestartet. Und ein guter Start für Christian, der direkt 3 Plätze gut machen kann. Jetzt geht es in die erste Kurve und da wird es richtig eng. Zusammenstoß mehrerer Rennwagen. Christian meistert diese Stelle am besten. Liegt auf der langen Geraden schon an 2. Position. Er saugt sich im Windschatten an, setzt sich an die Spitze und geht als Erster durch sie. Christian gewinnt! Klasse! Siehst du, Bert, das ist nicht nur irgendein Rennwagen. Er hat sogar gewonnen! Ja! Ja!